Der Ort, wo man sich trifft in der Wiener Stadthalle, ist natürlich der Alpenspannstand. Wolfgang Birker, einer der größten Förderer des Pferdesports in Österreich, aber auch einer der größten Gastgeber. Gestern Abend erst die Alpenspann Riders Night im Arc-Hotel Wimberger. Wir haben jetzt kurz nach 16 Uhr, Wolfi, wie geht's? Ja, mir geht's bestens. Ich war ja am Anfang dabei bei der Party, habe das Ganze eröffnet und muss dann ja ins Bett, da ich ja um 10 schon wieder am Stand sein musste. Wir sind hier in der Wiener Stadthalle mit einem deiner Schützlinge, mit einem deiner Reiter, und zwar dem Dressurreiter im grünen Dress, der Alpenspannreiter, dem Peter Gmoser. Buschi, wie ist die Zusammenarbeit mit Alpenspann für dich in den letzten Jahren gewesen und wie schaut es für die Zukunft aus? Das Team ist das Beste, es gibt. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass er lügt, wenn er über die Party spricht. Und ich glaube, ich bin das Mädchen im Team, weil ich der Dressurreiter bin. Aber du hast auch deine Qualitäten als Dressurreiter und bist einer der erfolgreichsten. Wolfi, Alpenspann ist seit vielen, vielen Jahren hier in der Stadthalle vertreten. Letztes Jahr haben wir kurz durchgerechnet, 25 Jahre müssen es wohl gewesen sein, dass auch Alpenspann und der Wolfi Birker hier sind. Damit heuer das 26. Jahr. Gefällt es euch in der Stadthalle so gut? Kommen immer wieder gute Geschichten raus, auch zum Erzählen daheim? Ja, also wir können schon ein Buch schreiben und ich glaube, wenn Alpenspann nicht da wäre, dieser Fleck hier, der seit 25 Jahren unser Standfleck ist, der wäre dann frei. Da würde man wahrscheinlich eine Gedenktafel hier an der Stelle dann in den Boden reinlassen. Hier war einst Alpenspann. Alpenspann, gesunde Einstreu für edle Pferde. Was zeichnet euer Produkt in erster Linie aus? Ja, es ist ein Produkt der Johann Pabst Holzindustrie. Es sind entstaubte Fichtenspäne und wir vertreiben das in ganz Europa. Und ich glaube, die Kunden zeigen es uns auch, wir sind alle Stammkunden und sind auch sehr zufriedene Kunden. Gell, Buschi? Absolut. Es kann nur eines geben. Alpenwahn an der Alpenspann. Buschi, für dich geht es dann morgen wieder in die große Dressur hinein. Der Gerfried Puck, einer deiner Reiter, hat gerade eben das Zeitspringen gewonnen. Also auch das Team Alpenspann sehr erfolgreich. Ihr unterstützt relativ viele Reiter eigentlich, aber auch sehr erfolgreiche Reiter. Wie kommst du zu deinen Teammitgliedern? Du, das Team Alpenspann ist wirklich ein guter Freund, ein Freundeskreis. Und ich glaube, wir haben die besten Reiter genommen. Wir haben auch den Busch in der Dressur und auch die ganzen Springreiter, Gerfried Buck, Dieter Köfler, Andor-Martin Bauer oder Thomas Frühmann. Das zeigt, dass wir die besten Reiter haben und die bewerben auch unser Produkt in ganz Europa und das ist für uns auch ganz wichtig. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall dann auf deinen Ritt in der Dressur morgen. Peter Gmoser, danke schön wieder fürs Dabeisein hier in der Wiener Stadthalle. Wolfgang Birker und Alpenspann. Danke, schönen Abend noch. Bravo!